Ist eine Überprüfung meines Rentenbescheides, den ich seit 20 Jahren habe, heute noch im Jahr 2023 möglich? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Also ich bekomme häufig zum Thema Rentenbescheidsprüfung Anfragen auf rentenbescheid24.de rein, unter anderem auch die Frage, ob denn ein Rentenbescheid auch noch geprüft und überprüft werden kann, wenn dieser schon 20 Jahre alt ist oder zum Beispiel schon vor 5 Jahren im Jahr 2017 erteilt worden ist und die Widerspruchsfrist schon abgelaufen ist. Ja, meine Damen und Herren, das ist im Grundsatz möglich, das ist überhaupt gar kein Problem. Sie können jederzeit Ihren Rentenbescheid, der kann 20 Jahre alt sein, der kann 10 Jahre alt sein, der kann 5 Jahre alt sein, er kann aber auch 2 Jahre alt sein, grundsätzlich mit externen Rat überprüfen lassen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Den können Sie auch selber überprüfen. Aber was Sie meinen ist, was passiert, wenn Sie einen Fehler zu Ihrem Nachteil finden, also dieser Bescheid für Sie rechtswidrig nachteilig ist, können Sie dann noch tatsächlich diesen Rentenbescheid wieder aufleben lassen, sodass Sie wieder in die Widerspruchsfrist reinkommen? Ja, auch das ist möglich. § 44 Sozialgesetzbuch Nr. 10 macht das tatsächlich möglich. Sie können rückwirkend, 4 Jahre rückwirkend, in das Verfahren reinkommen und können hier einen entsprechenden Überprüfungsantrag stellen. Aber das heißt nicht, dass dann der Rentenbescheid für 20 Jahre rückwirkend neu berechnet wird, sondern nur maximal für 4 Jahre rückwirkend neu berechnet wird, wenn tatsächlich ein Fehler vorhanden ist, der zu Ihrem Nachteil ist. Er muss immer zu Ihrem Nachteil sein. Und dieser nachteilige Fehler sollte sich auch, wenn es möglich ist, dann auch in der Rentenhöhe irgendwie auswirken. Also wenn es hier um 10 Cent oder um 50 Cent mehr Rente geht für die Vergangenheit, würde sich ein Aufwand aus unserer Sicht überhaupt nicht lohnen, hier einen entsprechenden Überprüfungsantrag bei der Deutschen Rentenversicherung oder bei Ihrem Rentenversicherungsträger zu stellen. Also meine Damen und Herren, bevor Sie aber einen solchen Überprüfungsantrag stellen, also einen Antrag direkt bei Ihrer Rentenversicherung, muss klar sein, dass ein Überprüfungsverfahren nicht nach hinten losgeht. Das heißt also, lassen Sie bitte, wenn überhaupt, Ihren Rentenbescheid durch einen entsprechenden Rentenberater oder eine Rentenberaterin, die bitte gerichtlich zugelassen ist, überprüfen, denn aus unserer Sicht ist es dringend notwendig, dass hier Fachpersonal an die Prüfung der Rentenbescheide geht und nicht irgendein Versichertenältester oder jemand, der praktisch für die Rentenversicherung arbeitet, hier die Bescheide überprüft. Das würde ich nicht empfehlen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.